Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio. Wir möchten jetzt unsere Roboterfabrik in Angriff nehmen. So. Aber mir fällt noch was ein. Ich hatte hier noch einen Roboter im Inventar. Den brauchen wir jetzt nicht mit rumschleppen. So, was brauchen wir dafür? Jede Menge Kram. Erweiterte Schaltkreise und die Gestelle. Die Gestelle da. Schaltkreise, Stahlträger, Batterien sind vier Komponenten. Die könnten wir also in einer Fabrik herstellen. In einer solchen Fabrik. Also keine solchen Fabrik, sondern in einer solchen Fabrik. So, und dann ist das nur noch aus zwei zusammengeschraubt werden, also der zweite. So. Vier Nachfragekisten, fünf Nachfragekisten und eine Anbieterkiste haben wir dann. Dann brauchen wir noch eine Nachfragekiste, ein Knickarmroboter. Ich glaube, so könnte es gehen. Da direkt die zweite Fabrik hin. Eins, zwei, drei. Wir nehmen mal das hier. Ja, machen wir es so. So. Nachfragekisten. Und da auch eine Nachfragekiste. Hier eine Nachfragekiste. Ein Knickarmroboter. Du fragst nach. Deine Kollegen. Hier kommt eine Anbieterkiste hin. Jetzt brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Knickarmroboter. Reichen die normal, würde ich sagen. So, du bist der Auslader. Du bist ein Einlader. Du ein Einlader, du ein Einlader, du und du. Und ihr seid alles Nachfragekisten. Das ist gut. Zweimal Strom. So. So, du bist für die Endmontage. Das heißt, du brauchst rote Schaltkreise hier. Zehn Stück. Ihr seid für die Gestelle. Das heißt, Stahl. Zehn Stück. Rote Motoren, grüne Chips. Grüne Chips, 10 Stück. Rote Motoren, 10 Stück. Was war noch? Batterien. Batterien. 10 Stück. Hier packen wir mal die roten Chips rein. Und dann machen wir hier diese Kupferkiste zu einer Anbieterkiste für rote Motoren. Und der soll da auch rote Motoren rüberbringen.
Sind unsere roten Motoren im Netzwerk? Ja. Und es ist auch eine Anbieterkiste. Es wird aber keine produziert, weil die normalen Motoren fehlen. Dafür hatten wir mal eine Fabrik, die haben wir immer noch. Die läuft aber nicht, weil keine Rohre da sind, das ist richtig. Das ist aber kein Problem. Den füttern wir mal eben manuell. So, und dann einen roten Knickarmroboter. So viel kriegen wir da nicht rein. 50, dann ist Ende. So, was brauchen wir noch? Stahl. Kriegen wir voll. Zahnräder. Müssten wir nochmal welche abholen. Und das bis eine Anbieterkiste dann. Okay. Und der läuft gerade zu gut. So viel blaue Chips brauchen wir doch gar nicht mehr. Obwohl, wer weiß, die werden wir bestimmt noch irgendwann brauchen. So, wir wollten eigentlich nach Zahnrädern gucken. Kupfer kommt schon wieder so wenig an. Oh, immer was zu tun hier. Zahnräder haben wir. Wir können mich da noch ein paar Zahnräder nachfüllen. Wo ist es da? Boah, das dauert aber auch ewig. Das ist egal, das kann laufen. So, wo sind die Zahnräder? Da. Gut. Oh. Wir sollten natürlich noch einen Knickarmroboter bauen. Hier zwischen. Hier sind schon 10 Stück drin. Wir haben noch eingestellt im Inventar, habe ich gerade gesehen. Zack, Roboter fertig. Roboter wird nach da gebracht. Und wir haben ganz wenig Strom. Warum haben wir so wenig Strom? Oh Mann. Da müssen wir dann mal gucken. Oh, die bewegen sich ja alle in Zeitlupe. So, was machst du mit dem? Nimmt den einer mit? Ja, bringt den da hin und der bringt den da rein und zack, haben wir einen neuen Roboter. Funktioniert. So, was ist los hier? Warum? Hier kommt nicht genug an. Jetzt sind wir schon wieder an dem Punkt angelangt. Natürlich ein weiter Weg. Wir laden einmal manuell nach. So, jetzt habt ihr auch erstmal, könnt ihr erstmal was anderes machen. So, du schaffst das von alleine wieder, oder? Ich brauche nicht so viel Kupfer, fällt mir gerade ein. 50 reicht mir im Inventar. Stahl brauche ich auch nicht so viel.
Stein brauche ich gar nicht. Das kann auch raus. Und Eisen kann runter auf 50. Eigentlich würde ich gar nichts davon mehr geschickt bekommen. Ich möchte nämlich lieber, dass ihr hier fleißig ins Lager arbeitet, aber das haut halt noch nicht hin. So, der Strom steigt wieder. Ja, Roboterproduktion läuft. Da wird ein Motor rübergeflogen. Und der produziert fleißig die roten. Haben wir irgendwo ein Zwischenlager hier irgendwo? Ich glaube, wir haben teilweise ein bisschen die Nachfrage. Das ist eine Anbieterkiste. Das ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Oh. Ja, die Roboter kommen im Moment nicht hinterher. Aber die vermehren sich ja jetzt. Völlig unkontrolliert. Okay. Wir müssen anfangen, weiter Alien-Nester auszuplündern, weil ich möchte mich gerne das erforschen. Ich habe mir dafür nicht irgendwo hier so eine Kiste hingestellt. Blau hakt auch schon wieder so. Woran liegt es denn hier? Nur an der Geschwindigkeit. Okay. Das kriegen wir hin. Plastik. Genau. Geschwindigkeitsmodul 2. Jetzt brauchen wir Kupfer. So, wo ist die Kupferzwischenlagerkiste hier, ne? Ja. Davon hätte ich gerne zwei. Jetzt brauche ich Eisen und Plastik. Hier ist die Eisenzwischenlagerkiste. Plastik. Wie viel haben wir denn hier eigentlich? Oh, das ist gut. So. Davon brauchen wir jetzt schon ein, zwei. So, und jetzt möchte ich gerne Produktivitätsmodul. Dadurch werden die zwar wieder langsamer, haben aber eine Chance, noch ein zusätzliches Teil rauszuwerfen. Und das finde ich sehr interessant. Das möchte ich ausprobieren. Und das ist bei den blauen Forschungspunkten, glaube ich, ganz wichtig bei uns. Verbraucht auch kaum Ressourcen. So. Hier fehlt natürlich jetzt was. Wozu habe ich die gemacht? Damit wollte ich irgendwas beladen hier, ne? Im Moment geht's noch. Alles sehr eng. Aber das machen wir einfach. Wir nehmen eine
Nachfragekiste, die wir uns nicht leisten können. Oh, Moment, stopp. Halt. Wir müssen die erst herstellen. Da wir die eh manuell einsammeln, das werden, glaube ich, immer mehr. Müssen wir aufpassen, die verbrauchen ja auch nicht wenig Strom. Obwohl, wir hauen uns gerade den Akkumulator voll. Na gut. Wir müssen die natürlich auch erst herstellen. Gut, das können wir manuell machen. Wenn wir hier 30 rausnehmen und hier 30 herstellen. Ja, jetzt dauern die alle so lange gerade. Oh, ich wollte gerade sagen, die Sachen füllen sich, aber im Gegenteil. Ach, jetzt sehe ich mal auf der rechten Seite gerade, was im Umlauf ist. Minus ein Roboter? Das glaube ich nicht. Ah, es läuft an. Wir bringen Sachen in die Lagerkisten. So habe ich mir das gedacht, meine Kinder. So. Wie sieht es hier aus? Hat er schon geschafft, alles nachzufüllen? Ja. Boah, das ist aber auch hier ein Verbrauch. Wahnsinn. Das dauert hier alles ewig. Was können wir in der Zeit machen? Angriff starten? Nein. Können wir nicht. Keine Munition. Sagen, unser Kupfer geht aus, aber nein, dafür haben wir schon gesorgt. Das ist ja okay. Tja. Müssten das meinen Angriff nehmen hier. Und da habe ich auch was Interessantes gesehen, muss ich ja zugeben mal wieder. Und zwar kann man da ganz schön mit. Wo kommen die denn hergelaufen? Von da oben? Da ist doch gar nichts. Von dem Lager? Okay. Wir müssen ja mal gucken, dass wir mal irgendwann hier auch mal wieder ein schönes Ölfeld finden. Ein richtig schönes und nicht hier so ein Pisselding wieder unten. Die zwei lohnen sich nicht, da ist ein Einzelner. Das ist alles so verteilt hier gerade. Und es werden immer mehr Aliens. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wozu haben wir die denn jetzt nochmal gebaut? Jetzt bin ich schon so weit, dass ich nicht mehr weiß. Blau. Blaue Forschung, genau. Ist das das erste Geschwindigkeitsmodul, was jetzt fertig wird? Tatsache.
Und die roten könnten wieder ein Problem werden dann. Was brauchen wir denn jetzt hier noch? Abbrechen. Wir machen das anders. Wir machen jetzt eben die Alien-Forschungspunkt fertig. Boah, die dauern ja auch ewig. Da können wir schon fast wieder eine Fabrik für hinstellen. Das einfach laufen lassen. Ja. Das mache ich auch. Das dauert mir zu lange. Dann nehmen wir hier einfach die hier. Und dann machen wir eine Anbieterkiste. Du sollst die hier dann dahin packen. So. Anbieterkiste. Lagerkiste, nein. Da. Anbieterkiste. Knickarmroboter. Fabrik. Stellt das her. Und die packen wir da jetzt rein. So, das kann dann laufen. Das wird eine Anbieterkiste. Der lagert das gegebenenfalls hier ein. Und hier kommt dann eine Nachfragekiste hin, wenn ich Stahl habe. Und ein Knickarmroboter. Der kriegt eh nur rot. Der kriegt kein Blau ab. Kann nicht weg hier. Können wir besser hinten dran packen. So, und dann können wir nämlich hier, haben wir einen schönen Platz, die Nachfragekiste hinsetzen. Mit dem Knickarmroboter. Und du fragst jetzt unsere Alien-Forschungspakete nach. So, hier ist wieder Ende. Bisschen was nachpacken. Also das ist ganz gut, dass wir die Rohre hier manuell machen, weil sonst haben wir hier echt eine unkontrollierte Vermehrung von unseren Robotern, die jetzt schon ganz schön viele geworden sind, sehe ich gerade. Aber das ist ja geil. Könnt alle Fließbänder bald abreißen. Nein, das wäre zu energieaufwendig. Apropos. Das ist sehr schwankend immer, ne? Aber ist okay, glaube ich. Der produziert gerade nicht. Was fehlt? Batterien. Das ist natürlich auch noch so eine Sache, fällt mir gerade ein. Batterien gehen ja gerade mal gar nicht automatisch in unser Netz. Ist aber auch wieder richtig. Jetzt hier abzwacken. Dann kommen da oben überhaupt keine mehr an. Die laufen eh schon wieder so langsam, sehe ich gerade. Das liegt wahrscheinlich wieder am Schwefel-Output. Kein Wasser? Wieso? Doch. Hä?
Wasser ist doch da. Das wird irgendwie falsch dargestellt. Na gut, der Batterie-Output ist gar nicht so verkehrt. Wir laden einfach mal ein paar manuell nach, fertig. Die haben wir jetzt auch nicht im Netzwerk direkt. Ach Moment, wird da aus einem Artefakt, wenn er mehrere hergestellt? 10. Ach. So. Guck an. Das läuft ja super dann. Jo, bin ich zufrieden. Den gleich die Rotor gesch... Ja, was heißt gleich? Es dauert jetzt noch ein bisschen, aber... Ich dachte, das wären jetzt viel weniger, die wir hier haben. Der ist ja wunderbar. Okay. Roboterproduktion läuft auch noch. Es werden auch immer mehr. Was ein Gewusel. Wie cool. Ich freue mich. So. So weit, so gut. Wie weit kommen wir denn damit? Ja, die greifen sich natürlich schon relativ früh. Die letzten beiden sind nicht mehr produktiv. Was haben wir denn hier an? Ja, 5 ist zu wenig. Hier müssen wir auf 20 gehen. Dass die immer schön hochbringen. Und dann muss das Ganze ein schneller Knick am Roboter machen. Wo ist er denn? Da. Damit hinten auch was ankommt. Genau. Wir haben noch einen über gehabt hier. Dazu wir Summe einfach erweitern hier noch ein bisschen. Kann natürlich passieren, dass die vorderen dann nichts mehr kriegen. Forschungslabor. Wo bist du? Da. Eins haben wir. Zweites bauen. Fließbänder. Staunen sich jetzt sogar, das ist ja cool. So. Zweimal Strom.
Und Knick am Roboter. Das ist genau die falsche Stelle. So. Herrlich. Herrlich. Blau ist natürlich jetzt immer noch ein bisschen ein Problem. Wir haben jetzt immer noch keins von diesen Produktivität. Oh, was haben wir? Uns fehlen Reparaturkits. Das ist kein Problem. Da kriegt er welche von. Robotergeschwindigkeit erforscht. Und ich würde auch sagen, die Transportmenge. Oh, die kostet 300. Waffenstärke erhöhen. Dann können wir uns mehr holen. So, wir müssen gucken, dass hier unsere Analogistikstationen auch genug haben. Sonst da reingucken. Wo sind die anderen? Ich sehe die schon gar nicht mehr hier. Der hat noch nicht einen. Die müssen wir gleich da reinpacken. Roboterproduktion läuft auch weiter. Ich finde das super. Okay, wir müssen uns gleich oben kümmern, okay. Aber nicht mehr heute, sehe ich gerade. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Also, bis dann und danke fürs Zuschauen. Ciao!